Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr auf Mauer der Toten ein bisschen mehr Punkte bekommen könnt. Und ich werde das Video so kurz wie möglich halten, wie immer, und ich fange auch direkt mit dem Video an. Als allererstes lasst einen Zombie am Leben, dann macht euch auf den Weg zur Gasse, also kauft alles frei bis zur Gasse. Und wenn ihr draußen seid, müsst ihr den Sturmzombie zum Spawnen bringen. Der spawnt hier an verschiedenen Stellen, entweder wenn ihr hier rauslaufen tut, so wie ich, wird der links spawnen, und wenn das nicht der Fall ist, dann lauft einfach hier in die Bar komplett durch und dann wird der auch spawnen. Entweder spawnt er dann hier in der Bar, hinten im Elektroladen oder einfach draußen wie bei mir. Wenn er dann gespawnt ist, dann müsst ihr auf die Kugeln von ihm schießen, die er auf euch schießt. Jede Kugel, die ihr kaputt macht, gibt euch 10 Punkte. Ich weiß, das ist nicht viel, aber so könnt ihr euch extra Punkte machen. Und wenn ihr im Squad spielt, dann kann rein theoretisch jeder Spieler die Kugeln kaputt schießen, bis er keine Munition mehr hat. Und wenn dann der Sturm gespawnt ist, könnt ihr den letzten Zombie auch töten, denn die Runde geht nicht vorbei, solange der Sturmzombie noch lebt. Das war's dann mit dem kurzen Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.